Einer der Hauptgründe, warum die Landwirte und Landwirtinnen in ganz Deutschland seit dem Herbst 2019 auf die Straße gegangen sind, war das vom BMU und BMEL verfasste Aktionsprogramm Insektenschutz durch API. Jegliche konstruktiven Vorschläge der Landwirte wurden von den Ministerien ignoriert. Ferner vermissen die Landwirte immer noch die fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Glyphosat und den Einsatz von Pflanzenschutzmaßnahmen im Allgemeinen. Darüber hinaus werden durch das API länderinterne Regelungen zunichte gemacht. Es kann nicht sein, dass die monatelange Detailarbeit von Politik, Landwirtschaft und Naturverbänden nun vom Bundesministerium für Umweltschutz, BMU, über Bord geschmissen werden. Regionale und verankerte Kenntnisse zum Natur- und Gewässerschutz drohen unter den Bundesregeln zu ersticken. Kooperative Ansätze zum gemeinsamen Ausbau von Gebietsentwicklungen werden so durch das BMU durchkreuzt. Dieses Vorgehen zeichnet keine Verantwortung und keinen Respekt an alle Beteiligten und deren Arbeitsergebnissen. Gleichzeitig fehlten den Bestrebungen des BMU jeglicher Wille zum echten Ausgleich von Einbußen und in deren veränderten Bewirtschaftungen. Bei den Landwirten droht so beides hängen zu bleiben. Mehrkosten von zu erbringenden Maßnahmen und Mindererträgen durch genau diese Maßnahmen. Am Mittwoch, den 10.02., soll der Entwurf des Insektenschutzgesetzes beschlossen werden. Deshalb hier der Aufruf, kommt nach Berlin. Es finden auch Mahnwachen in Bonn und München statt. Nähere Infos auf unserer Webseite. Also, steht auf!